Oh, da sind wir auch schon wieder. Bei die fröhlichen Getümmel. Ein Fisch. Weg hier. Danke. So. Ich glaube, bis Level 150 machen wir noch und dann essen wir einfach. Ah, ist das auch kein Palmel weg. So. Das heißt, ab jetzt geht's ab. Oh, achso. Ja, ich muss die ganzen Bücher natürlich wieder erstmal die Dings stabilisieren. So, dann gucken wir mal hier ganz kurz. Nein, nein. Überhaupt gar nichts. Das hier ist der, den ich haben wollte. Ach, der jetzt ist der andere auch wieder weg. Ach, leck mich doch. Ja, komm her damit. Na, wo ist denn der? Ich will verarschen jetzt hier. Ach, geht doch. Danke. Eine Fresse. So. Den schick ich mal auf Level 10. Ich lasse erstmal bei Level 20. Das heißt, du dann auch Level 20. Und du auch Level 20. Ja, was ich mit dir mache, du bist ganz schön teuer. Ich glaube, ich lasse dich mal auf Level 5. So. Ey, wow, genau 8000 Niveau Souls. Haha, lol. Ja, ich denke mal, so können wir das gleich mal lassen. Wir sind jetzt mal relativ gut aufgestellt für die Ascension. Sollte relativ gut sein. Achso, erstmal hier bam, 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 bam. Dankeschön. Ja, bam. Perfekt. So. Alle wieder hergestellt. Danke, 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 danke. War da auch einmal Frostgift mit dabei? Natürlich nicht. Warum sollte es auch? Tübis hat aber eine Vergoldung bekommen. Naja. Ach komm, mach direkt hier auf immer auf 200. Oder auch nicht. Betty Klicker, will ihn durch. Hallo, danke, danke. So. Sollten wir jetzt ordentlich weit kommen. Jetzt haben wir ordentlich Damage. Geistig sowieso. Schön kritisch Schaden, Alter. Woo, nice. Nicey, dicey. So, da würde ich auf jeden Fall auch sagen, dass ich ab jetzt kein Vorlauf mehr mache. Also sowas wie, dass ich bereits vor der Aufnahme anfange, irgendwie die Kombo aufzubauen.
Und wir könnten tatsächlich sogar. Ach, wir haben noch ein paar Goldies. Vom Treasure Chest. Hier, quasi auf die eigentlich, wollte ich gerade sagen, können wir eigentlich auch noch gehen. Das klingt aber auch interessant. Wen nehmen wir zuerst? Das ist egal, Golden Klicks nutzen wir noch nicht. DPS. Ich meine, Libertas ist egal, mehr Gold, wenn man idelt, ist, ne, da kommst du nicht weiter, weil du kommst ja nicht dazu, die zu kaufen, wenn du nicht online bist. Also wenn du nicht spielst. Aber halt mehr DPS sorgt halt dafür, dass du dann weiterkommst. Von daher wäre das vielleicht doch schon eine ganz coole Sache. Bringt es jetzt gerade aber erstmal nicht, weil ich bin gerade noch aktiv. Das heißt, ich nehme erstmal den hier. Und schicke den auch auf Level 20. Bam. Aber man braucht nicht Gold hier von Goldkisten. Sehr schön. Well. Habe ich gerade eine Goldkiste bekommen? Kann das sein? Wurde gerade mit einmal so extrem viel Gold. Na, dann würde in den nächsten Transcension auch auf jeden Fall dann mal auf den hier gehen. Auf Xyliquil. Da wächst. Bei dem wächst es ja auch exponentiell an, oder? Oder bleibt es bei 50% Stufen? Nee, nee. Das wurde mehr. Der kostet zwar dafür auch immer mehr, aber trotzdem. Alter, halt einfach direkt schon hier Level 10. Also 0,1% pro Combo. Das heißt, wir haben jetzt hier quasi schon 800% dazu. Das ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. So halt, ihr beide könnt direkt mal hier, danke. Armenhaupt genauso, ah ne, ist noch zu teuer. Ja. Bitte nicht. Hat er schon wieder Level 4, ernsthaft? Wir wissen uns was Sinnvolles. Wow. Gar nichts Sinnvolles. Das hier ist einigermaßen, zumindest die ersten beiden. Die beiden unteren sind auch komplett egal, aber die oberen beiden zumindest. Ne? Aber letztendlich ist sowieso alles egal. Und wie gesagt, das hier ist komplett egal, das hier ist auch komplett egal auf Dauer. Das ist alles komplett Schwachsinn. Letztendlich gibt es nur uns und unsere Engines. Alles andere ist nur Schall und Rauch. So, dann sind wir schon wieder fast bei Frostleaf. Gefällt mir. Achso, komm, ich geh weg.
Danke. Aber dieser Autoklicker, das ist halt immer ab und zu dieser Glitch, dass der untere nicht auftaucht, weil der Klicker, weil, ne? Der nächste taucht ja auf, sobald man sich den leisten kann. Aber wenn man die Autoklicker drauf hat, dann kann das sein, dass der Autoklicker quasi schneller reagiert, als dass das untere Feld merkt, dass das obere Feld quasi schon bezahlbar ist. Das ist das Problem an objektorientierten Programmiersprachen. Oder schlechter Programmierung allgemein. Hat ja mit objektorientiert nichts zu tun. Ich meine, gut, objektorientiert programmieren, wenn man mit asynchronen Prozessen arbeitet, vor allen Dingen, beschleunigt zwar solche Fehler oder häuft solche Fehler an, aber dass solche Fehler an sich passieren, hat natürlich nichts damit zu tun, dass irgendwelche Prozesse asynchron laufen, sondern dass sie nicht richtig synchronisiert werden. Sprich, also einfach scheiße programmiert sind. Meine lieben Damen und Herren von wie auch immer die Firma nochmal heißt. Wer ist denn die Firma? Am Arscherus. Firmerus am Arscherus. So, damit haben wir alle Upgrades. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Müssen wir jetzt eigentlich quasi direkt Ebene 500 erreichen. Ich denke mal, das ist machbar. Fisch! Dankeschön. So, wie lange geht die Aufnahme schon? Ich schätze mal wieder viel zu lang. Angefangen haben wir um 7. Hä? Nee, die geht gerade mal 7 Minuten. 12 Minuten. Ist ja noch alles im Lot hier. Jim, das war nur dabei gucken, dass wir bei Gelegenheit dann endlich auch mal hier wieder an, wie ist denn der, Komawakamaru kommen. Wobei wir den müssen wir erstmal hier wieder das Ding hier machen, weil Komawakamaru alleine bringt halt kaum was. Da müssen wir erstmal hier ein bisschen was opfern. Weil, ne, am Anfang der schlimmste Feind ist halt die Wartezeit hier, bis du halt auf ein einigermaßen hohes Level kommst. Weil du halt pro Ebene 10 Monster hast. Das ist dezent deprimierend. Aber was willst du schon tun? Tja, die Frage ist, bleiben wir jetzt bei Frostleaf oder wechseln wir tatsächlich mal hier um auf die beiden, oder auf die 3? Wisst ihr was? Ich mach mal so ein soziales Experiment. Erstmal holen wir uns hier noch ein paar Autoklicker. Ich würde mal sagen, wir holen uns noch 3 Stück. Achso, mehr können wir uns eh nicht leisten. Ich sag mal 2 Stück erstmal. So. Ja. Und dann probieren wir tatsächlich einfach mal. Wie war das jetzt? Du kannst weg. Du kannst weg, du kannst weg und du kannst weg und du kannst weg. So, dann wechseln wir mal auf 25er Schritte. Ich räume jetzt mal hier unten auf, damit das hier einigermaßen ordentlich aussieht. So. Dann machen wir jetzt 25er Schritte. Einmal dahin, einmal dahin und einmal dahin. Aha, siehst du, der ist schon über Level 1000 und puffert damit ordentlich rein. Die anderen beiden ziehen auch bald nach. Das ist doch nicht schlecht. Das ist doch nur wirklich nicht schlecht. So, dann haben wir hier nochmal Autoklicker, den wir hier aufsetzen können. Und so sollten wir locker bis Ebene 500 kommen. Davon gehe ich einfach mal aus. Dun, 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 dun.
So, Maske Samurai erreicht auch gleich Level 1000. Dann ist sie quasi auch wieder im Rennen. Wobei die ist so schon gar schon im Rennen. Oh, also, Alter, selbst der hier ist direkt im Rennen mit 30%, obwohl er noch unter Level 1000 ist. Das ist nicht schlecht. Wie stehst du jetzt eigentlich gerade da? 4% gerade mal. Weißt du was? Einfach damit es wirklich mal kurz vergleichbar ist, machen wir mal. Ich würde mal alle vier miteinander vergleichen. So, 29, 51, 15 und gerade mal 4%. Ah ne, also der hier ist definitiv abgeschlagen. Was auch noch daran liegt, dass er noch nicht, bei weitem noch nicht bei Level 100, bei Level 1000 ist. Ne, hättest gerade mal deine ersten paar Booster gehabt hier. Ah, siehst du schon, hat er nämlich 16%. Eben, weil umso weiter sie über 200 sind, umso stärker werden sie halt. Aber ja, gerade ab Level 1000, und die haben jetzt schon Level 1000, ne? Pfeffert halt richtig. Es kann also durchaus sein, dass wenn Frostleaf auch Level 1000 erreicht, dass er dann auch auf einmal wieder 80% des Gesamtschadens macht. Das weiß ich halt nicht. Deswegen lasse ich jetzt einfach mal ein bisschen mitlaufen. Damit es ein bisschen übersichtlich ist, mache ich mal dich weg. Machen wir hier alle weg. Scheiße, muss ich sie aber später wieder aufklappen. Oh Gott. Erinnert mich nicht daran. So. Gut, die sind alle mittlerweile über 1000. Machen auch ordentlich Damage. Aber jeweils gerade mal 30%. Na gut, gerade mal 4% jetzt. Ah, also wie gesagt, noch ist er hier definitiv abgeschlagen, ganz weit sogar. Aber ich, wie gesagt, ich würde gerne mal gucken, wie das aussieht, wenn er denn Level 1000 erreicht. Wie denn dann die Verhältnisse zwischen den drei, den vieren sind. Können wir den einfach mal ein bisschen mitschleifen lassen. Gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht hier. Ja, was wir eigentlich auch mal spielen könnten, so nebenbei, was mir gerade so einfällt, weil irgendwie ist halt auch Kugelklicker relativ cool, aber ich weiß nicht, ob sich da ein richtiges Let's Play lohnt für. Aber andererseits könnte man das halt so nebenbei immer machen, wenn der gerade ein bisschen zu tun hat. Kann ich eigentlich, wenn ich im Vollbildmodus bin? Achso, siehst du, jetzt ist das, das Fenster ist jetzt natürlich für euch abgeschnitten, um und unten. Das heißt, hier muss ich sogar in dem Modus bleiben. Wobei auch jetzt unten immer noch ein bisschen abgeschnitten ist. Ich muss mir mal irgendwie mal so ein Zettelchen an den Bildschirm kleben, von wo bis wo eigentlich mein Videoausschnitt geht. Damit ich da nicht immer so rumexperimentieren muss. Habe ich so eine Kleberschiene hier? Ich könnte natürlich auch einfach einen Stift nehmen. Habe ich denn einen Stift hier? Ich habe gar nichts hier. Digga, ich bin so ein richtiges Haushalt 4.0. Alles, was ich habe, ist ein PC. That's a good question.
mag. Habe ich hier irgendwas? Wie sieht's da aus? Ne, auch nicht. Scheiße. Na gut, dann halt nicht. Ja. Hey. Ja. Danke. So. Hey, wir haben gleich wieder, Level 300 erreicht. Nice. Not bad, not bad. Ich habe den nächsten Fanschen gewählt. Können wir denn noch anfangen, hier wieder Guild zu verschieben? Dann haben wir genug. Das wollte ich jetzt noch nicht machen. Weil das noch ganz schön teuer ist. Aber wie gesagt, ab den nächsten Ascension, ne, da haben wir dann ordentlich Hero Souls, da können wir doch wieder Guilds verschieben. Weil hier diese ganzen Guilds, die hier, die bringen uns halt alle überhaupt gar nichts. Das ist komplette Verschwendung. Ah, Frostief hat das mittlerweile auch ein Guild. Was ich auf jeden Fall mittlerweile weiß, hatte ich euch auch schon erzählt gehabt, dass die nach Frostleaf, die bringen nichts mehr. Also quasi von Frostleaf auf den nächsten zu wechseln, ist Bullshit. Das bringt einem gar keinen Vorteil. Also vielleicht ganz kurz, ne? Also wenn man jetzt den in dem Moment gerade freischalten kann, kann man sich schon so ein, zwei Level kaufen. Aber spätestens wenn er Level 100 erreicht hat, sollte man ihn wieder zurückwechseln auf Frostleaf. Und deswegen bleib ich immer direkt bei Frostleaf halt bisher. Würde jetzt aber halt, wie gesagt, gerne mal gucken, wie sich die drei hier oben lohnen. Aber wie gesagt, bisher sieht halt relativ gut aus. 15%, 50. Also ich glaube mal fast, Maske Samurai ist hier fast mit Abstand der Beste. Dauerhaft fast 50%. Mal sogar ein bisschen mehr, man hat da sogar fast 60%. Aber er bewegt sich halt immer so im Kreis von. Hm? Jetzt tritt er auch nicht wieder ein Level und ist dann wieder direkt. 4-2. Wow. Ah, wollte gerade sagen. schon ist er wieder bei 60%. Ah, das ist schon nicht schlecht, was er macht. Also die anderen meine definitiv schlechter. Vor allem Twibis. Scheint doch tatsächlich eher nicht so viel zu bringen. Sollte mich dann vielleicht doch auf die Welt hier konzentrieren. Aber gucken, wie gesagt, wir folgen noch ein bisschen. Zur Not schießen wir uns halt auf die beide hier ein. Na gut, ich würde mal sagen, ich mache erstmal voll Pause. Da mache ich selber auch mal ein bisschen Pause. In der Zeit kann ich ein bisschen weitermachen. Und dann sehen wir uns jetzt zur nächsten Folge wieder. Bis dann.